Willkommen in Kathis Kosmos. Hallo ihr Lieben. Puh, so nach knapp 2 Wochen ist es jetzt fast schon wieder ein bisschen ungewohnt, vor der Kamera zu sitzen. Vorneweg ganz kurz nur, ich will das auch gar nicht so lange ausbreiten, aber mich hat leider so eine fiese Grippe irgendwie erwischt und ich war wirklich eine Woche komplett außer Gefecht gesetzt. Ich hatte das auch schon, glaube ich, echt ewig nicht mehr, dass ich wirklich echt hohes Fieber hatte, ja. Und ich war, mir ging es leider wirklich einfach gar nicht gut. An Videodrehen war nicht im Entferntesten zu denken. Und prompt, also erst war mein Großer krank, dann der Kleine und dann hat es mich irgendwie eben zerlegt. Und deswegen war jetzt hier fast 2 Wochen Funkstille auf dem Kanal. Es tut mir sehr leid. Ich nehme mir immer vor, ich drehe mal was vor, dass man solche Pausen dann überbrücken kann, aber irgendwie bin ich bisher noch nicht dazu gekommen. Und deswegen muss ich mich sehr entschuldigen, dass ihr jetzt fast 2 Wochen auf neue Videos verzichten musstet. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Und jetzt bin ich quasi fast wieder zu 100% hergestellt, wieder für euch da und habe so einige nette Sachen geplant. Erstmal vorneweg, natürlich kommt auf alle Fälle noch ein Special zu den 1000 Abonnenten. Da wird es, wie ja schon neulich angekündigt, auf alle Fälle eine Verlosung geben. Apropos Verlosung, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für eure Resonanz zu dem Adventskalender-Gewinnspiel. Die war echt enorm, also das war ganz toll. Ich habe mich sehr, sehr, sehr über die ganzen lieben Kommentare und Teilnehmer gefreut. Da ist inzwischen auch die Gewinnerin gezogen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und seid aber, wie gesagt, wirklich nicht traurig, wenn ihr diesmal nicht dabei wart. Ich habe jetzt die nächsten Wochen ganz, ganz viele tolle Sachen für euch geplant. Auch in der kommenden Woche wird wieder eine Verlosung online gehen, auf alle Fälle. Und ja, das war mal jetzt so ein kleines Update, was ich vorneweg euch erzählen wollte. Und heute, wie ihr in der Überschrift schon gesehen habt, würde ich gerne mit euch noch die November My Little Box öffnen. Die kam in der Zeit, als ich krank war, also so Mitte November, kam die bei mir an. Mitte, Anfang November war das. Und ich habe, so wie das Paket ankam, stand es jetzt da und jetzt wollte ich das gerne mit euch aufmachen. So, jetzt reißen wir das mal auf. Das ist immer so. Ah, oh. Das passt ja gerade jetzt perfekt vorm Wochenende. Kam jetzt die Sunday Box. Och, und die ist auch wieder wirklich total schön. Letztes Mal war ja Aces, das war ja so ein Täschchen. Jetzt freue ich mich, dass wieder auch so eine hübsche Schachtel dabei ist. Also die ist wirklich wunderschön. So, da kriegt man mich ja immer, also ich weiß ja, dass die in einer hübschen Box kommt, aber die ist auch wirklich einfach hochwertig gemacht. Die ist irgendwie schön verarbeitet, also das ist echt eine schöne Sache. Dann machen wir die mal auf zusammen. Zeige euch das, wie das aussieht, wie einem das entgegenguckt. Und ja, Sunday. Le Sunday Spa de la Femme Fatale. Und die Femme Fatale, die badet in einer Teetasse. Ganz süß gemacht. Und ja, das ist, da kommen ja immer so, ich glaube, ist das zum Aufklappen? So, nee, das ist einfach nur so eine nette Karte. Kann man sich vielleicht auch irgendwo dekorativ hinstellen. Und dann, nachdem das Kärtchen weg ist, lass uns auch nochmal reinschauen. Ach, das schaut schon so einladend aus. Also ich finde das ja, ach, ich finde das herrlich. So, dann machen wir mal hier unser das Schleifchen auf zusammen und dann kommt hier gleich so ein Beutelchen. Dann lass uns den mal als allererstes anschauen. So, Moment. Und da ziehe ich raus allerlei Infomaterial. Und zwar kommt mir so eine Karte entgegen, da steht Haarturban drauf. Kuschel dich ein, sieht man das? Und das ist hier dieser Haarturban. Sowas finde ich ja ganz cool. Das finde ich echt gut. Den werde ich tatsächlich am Wochenende vielleicht gleich mal ausprobieren. Und der ist so schön weich. Und da steht ganz nett drauf hier Sunday Morning. Ich glaube, man kann es einigermaßen sehen. So, also quasi wie so eine Kapuze. Da macht man sich das so drauf und kann dann die Haare so einwickeln.
Und dann hier, wenn man rum ist, mit dem Knopf hier so feststecken. Seht ihr das hier so? Ja. Das ist super. Finde ich, gefällt mir gut. Das finde ich auch sowas gar nicht schlecht, weil wenn man mal zum Beispiel irgendwie duscht und dann endlich mal dran denkt, sich so eine Haarmaske drauf zu tun. Ich friere dann immer so, wenn ich diese Haarmaske im Winter, finde ich das irgendwie nicht so angenehm. Und dann finde ich so ein Handtüchlein, was man sich dann so drumschlagen kann, während so eine Haarkur oder Haarmaske einwirkt, total gut. Also das erste, was ich hier rausgezuppelt habe, schon sehr, sehr nett. Was noch auf dem, hier noch auf dieser Karte ist, noch ist dieses knackige Worte. Das ist hier dieses kleine Kästchen. Das sind Keksstempel, ein Keksstempel. So. Und da kann man anscheinend beim Backen seine Plätzchen oder Kekse mit netten Wörtern bestempeln. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wie das funktionieren soll. Moment, ich versuche es mal hier. Ich bin leicht aufzukriegen. Jetzt habe ich es aufgekriegt. So sieht es also dann aus. Da ist auch ein Rezept für so Kekse. Keksteig irgendwie. Und so sehen diese Buchstaben aus. Und hier kann man die dann wahrscheinlich so reinstecken wie beim Scrabble. Und da wäre ich ja so eine Kandidatin, steht extra nochmal da. Denk daran, rückwärts geschrieben. Ja, ich würde es natürlich wahrscheinlich prompt wieder vergessen. Aber jetzt ist ja, also finde ich jetzt eigentlich gerade nett für die Weihnachtszeit. Da kann man doch da so einen netten Gruß immer draufschreiben. Finde ich eigentlich sehr süß. Was haben wir denn da noch drin? So, als nächstes ist in diesem kleinen Täschchen noch die Info. Was war denn da noch drin? Moment. Turbo-Regeneration über Nacht. Und das ist, das ist dieses Produkt hier von Lancaster. Das ist ein 365 Skin Repair Night Cream. Und ja, Nachtcreme ist doch super. Kann man auf alle Fälle mal testen. Sind auch 15 ml, drin, ist gar nicht so wenig. Also normalerweise haben wir bei diesen Testern 5 ml. 15 ml reicht ja schon ein Weilchen. Und was kann die denn... So, die innovative Shape Memory Textur der Creme hat einen himmlischen Tragekomfort, während die hochmodernen Wirkstoffe der Skin Repair Nachtcreme für ein pralles Hautgefühl sorgen. Ja, Anti-Aging Nachtcreme und schnelle Regeneration über Nacht ist versprochen. Muss ich testen, kann ich euch jetzt nicht viel dazu sagen, aber ich glaube, ich habe jetzt auch gerade gar keine Nachtcreme in Verwendung. Dann werde ich die mal als nächstes ausprobieren. Das nächste Produkt ist vom Experten für empfindliche Haut, wie sie sich selber hier deklarieren. Mixer. Kenne ich überhaupt gar nicht, die Marke. Habe ich auch noch nie irgendwo gesehen. Kriegt aber so schon mal einen Pluspunkt, weil ich finde immer, Bodylotion finde ich immer super, wenn die so einen Spender hat, ja. Und Allantoin ist ein schöner Wirkstoff. Beruhigt, repariert, sehr trockene Haut. Reparierende Bodylotion. Finde ich, klingt gut, ja. Also werde ich sehr gerne testen. Und gerade am Körper finde ich es immer ganz, finde ich es auch nicht schlecht, wenn man da was hat, was für empfindliche Haut geeignet ist. Weil gerade so im Winter ist man ja auch so ein bisschen anfälliger, eben, dass es so ein bisschen abschuppt, vielleicht irgendwie Reizungen entstehen. Und überhaupt, ich bin komischerweise seit den Schwangerschaften, ich hatte damit nie Probleme, aber ich kann kaum mehr Wolle tragen. Also egal, welche Art von Wolle. Angora geht zum Beispiel gar nicht mehr. Mohair, puh, da fange ich schon an zu niesen und zu mich zu kribbeln, wenn ich das irgendwie nur so berühre. Und ja, also was jetzt halt einfach nur noch geht, sind Baumwolle und Seide, Kaschmir, sowas geht noch. Aber alles, was so Mohair, Angora, schwierig. Auch wenn es nur so 3 oder 5% sind. Deswegen finde ich so eine Bodylotion für empfindliche Haut für mich jetzt gar nicht schlecht in der Winterzeit. Dann ist in meinem kleinen Beutelchen noch eine kleine Gesichtsmaske drin. Das finde ich ganz schön. Ultra fluffige Gesichtsmaske. Mische eine halbe Tasse Puder mit 3 Tassen Wasser und vermische die Zutaten. Circa 8 Minuten einwirken lassen. Also eine halbe Tasse Puder. Eine halbe Tasse finde ich immer eine ganz schwierige Mengenangabe, weil ich habe Tässchen zum Mokka trinken und riesen Bottiche für Café au lait.
Ich nehme mal an, wahrscheinlich reicht, dass diese Menge, diese, was sind das denn? 20 Gramm, ich vermute mal, dass das dann für einmal anrühren reicht, ja. Und dann werde ich das auf alle Fälle gerne mal testen. Sowas finde ich immer lustig, so was selber anrühren und dann so für den Spa-Moment. Ist auch wieder, ich finde also diese My Little Beauty-Sachen, die finde ich, sehen echt hübsch gemacht aus, immer vom Packaging her. Ja. So, und dann ist hier noch was ganz Kleines, nettes, Feines drin. Nämlich 13 Gramm pures Glück. Ein Schokoladentäfelchen, Zucker, Milchschokolade mit Haselnüssen, oh, und Haselnusspaste ist da drin. So ist es ja wunderbar. Ich glaube, das werde ich mir dann gleich mal einverleiben. Ja, also ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden mal wieder mit der Ausbeute der My Little Box. Hat irgendwie Spaß gemacht, die auszupacken. Ich kann auch mit eigentlich mit allen Sachen auch was anfangen. Und ja, also ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Hin und Her überlegen, ob ich sie noch ein bisschen weiterlaufen lasse. Ich habe mir gedacht, die nächste schaue ich mir auf alle Fälle auch noch an. Muss aber halt auch sagen, ich glaube, ich würde dann einfach aus Neugierde vielleicht nochmal auch eine andere Box ausprobieren, obwohl ich die jetzt echt schon sehr, sehr nett finde. Und man kann die ja, was es gut ist, wenn einen dann ja eine spezielle Box interessiert, auch immer dann von Mal zu Mal die sich irgendwie holen. Aber ich, wie gesagt, ich schaue mir auf alle Fälle die nächste jetzt nochmal an und werde die euch auch nochmal zeigen. Und dann schaue ich mal, ob ich dann mal Boxen switche. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt mit meinem Unboxing der My Little Box für den Monat November. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich habe, wie gesagt, einiges an tollen Sachen geplant für euch. Wenn ihr also einmal den Abonnieren-Button drückt, würde ich mich sehr freuen. Dann verpasst ihr nichts mehr von meinen Videos. Und dann sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald hier auf Gattis Kosmos. Tschüss!